Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Minoxidil-Experiment. Na, wolltet ihr auch schon immer so einen sexy gezwirbelten Schnauzer haben? Klar wolltet ihr. Nachdem mein Bart noch immer recht lang ist, zeige ich euch heute, wie ich meinen Schnauzer zwirbel. Das Bartstyling, aber auch die Bartpflege beginne ich immer damit, den Bart zu waschen. Dafür verwende ich einen extra Bart- und Gesichtsreiniger, der die Haut und die Haare nicht austrocknet. So einen gibt's im Übrigen gerade bei mir zu gewinnen. Wer also bei der Verlosung mitmachen möchte, diese Woche habt ihr noch die Chance. Einfach mein 1 Million Views Special Video liken und kommentieren. Zurück zu meinem Bartstyling. Nach dem Waschen verwende ich ein Bartöl. Und dann kann man auch schon mit dem Zwirbeln loslegen. Aber wenn man den Bart einfach nur so zwirbelt, hält das natürlich nicht lange. Um den Halt also zu verbessern, verwende ich ein paar Hilfsmittel. Ein Bartwachs und eine Bartwichse sind dafür genau das Richtige. Zuerst beginne ich mit dem Bartwachs. Das schabe ich mit dem Fingernagel des Daumens aus der Dose. Dann verteile ich es zwischen Zeigefinger und Daumen. Mit der Reibung entsteht Wärme, die das Wachs schmelzen lässt und leichter verarbeitbar macht. Anschließend arbeite ich es in den Schnauzer ein. Dabei drehe ich gleichzeitig die Schnauzerenden nach oben. Das allein hält schon einmal nicht schlecht. Mit dem Kamm kann man noch vorsichtig nacharbeiten, bis der gewünschte Look erreicht ist. Um dem Ganzen mehr Halt zu geben, kann man auch noch zusätzlich Bartwichse verwenden. Diese arbeitet man nach dem Bartwachs in den Schnauzer. Ist die Bartwichse einmal aufgetragen, sollte man allerdings nicht mehr den Kamm verwenden, denn sonst kann es passieren, dass die Bartwichse flockt. Und das sieht dann nicht mehr so gut aus. Ja, so sieht das aus, wenn ich mir den Bart zwirbel. Vielen Dank fürs Zusehen und wie immer, vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare und eure Abos. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, Servus.